Sein Instrument war seine Stimme. Als Frontmann der Sternkombo Meißen hat er sich in die Herzen tausender Fans gesungen. Aber vor über 16 Jahren wurde dann bei Reinhard Fissler die seltene Nervenkrankheit ALS diagnostiziert. Zunächst konnte er seine Gitarre nicht mehr richtig halten. Später wurden die Lähmungserscheinungen dann immer schlimmer. Und trotzdem hat er fast bis zuletzt sogar vom Krankenbett aus noch immer Musik gemacht. Doch heute Morgen nun ist Reinhard Fissler im Alter von 67 Jahren gestorben. Was bleibt nach dem Tode? Seelensänger nennen die Fans von Sternkombo Meißen ihn, Reinhard Fissler. Der mit metallisch federnder Stimme wie gemacht war für den epischen Kunstrock der 70er Jahre. Also was soll aus mir werden, wenn ich schon geboren 1949 in Güstrow, zog Fissler 14-jährig nach Dresden, studierte hier Gesang und prägte mit eindringlichem Organ die Sternkombo Meißen. Mit der Band feierte er nach dem Wendeknick ein Comeback. 2000 dann der Schicksalsschlag, Diagnose ALS. Solange die Stimme noch da ist und die Ambitionen und ich, sag ich mal, willentlich und noch klar bei Verstand, dass ich die Texte und die Töne nicht vergesse. Ein paar kostbare Bühnenjahre waren ihm noch vergönnt. Aber ALS ist eine unheilbare Nerven- und Muskelschwundkrankheit. Bald ging fast nichts mehr. Fissler ließ sich zu Konzerten fahren, hing am Leben und an Schläuchen. Schwerkrank spielte er neue Songs ein. Er liegt faktisch im Bett und tut nur mit den Augen, mit dem Computer, mit einer bestimmten Musiksoftware, tut er selbst einen Titel machen. Musik habe ich nach wie vor im Kopf und ausreichend. Was bleibt nach dem Tode? Und alle Worte stimmen. Die von der Kunst, die man braucht wie die Luft zum Atmen, und die von der Musik als Lebenselixier. Bis zuletzt. Reinhard Fissler, Spitzname der Kämpfer, ist tot. Was bleibt nach dem Tode? Große Tat, großes Menschentum eines leidenschaftlichen Künstlers.